And I wonder what you got, you rascal. Herzlich willkommen zu unserem heutigen YouTube-Video. Mein Name ist Benedikt, auch bekannt als Raivadachi auf Instagram, YouTube oder auch auf meiner Website. Ich bin der Flo von Roadram. Ich habe einen YouTube-Kanal über Roller und heute werde ich zusammen mit dem Benedikt unsere Drohnen vorstellen. Genau, wir vergleichen eine ganz krasse Preisspanne und auch Drohnenklasse, und zwar einmal die von Ryzen Tello, auch genannt DJI Tello, weil DJI mitwirkt in der Produktion, gegen von DJI die Mavic 2 Pro. Zwei sehr unterschiedliche Drohnen, haben aber auch einige Gemeinsamkeiten und die wollen wir heute herausfinden, auch vor allem im Vergleich, welches fürs Motorradfahren geeignet hat. Das ist ja unser beider Ding, beides Motorrad- oder Rollerfahrer. Genau. Welche kann ich mitnehmen, welche eignet sich für welchen Zweck besser? Das werden wir heute gemeinsam herausfinden. Ich wünsche euch viel Spaß. Viel Spaß, los geht's. Ich stelle euch kurz die DJI Mavic Pro 2 vor. Viele kennen vielleicht schon den Vorläufer, die Mavic Pro 1. Hat sich ein bisschen was getan. Wir haben hier einmal vorne von Hasselblad eine 20-Megapixel-Kamera, die sowohl in RAW als auch in JPEG Bilder aufnimmt. Und ich muss sagen, es ist eine echt gute Qualität dafür, dass es eigentlich ein relativ kleiner Sensor ist. Dann haben wir bei der Mavic Pro einen relativ großen Akku verbaut mit theoretischen 30 Minuten Flugzeug. Ich sag mal, praktisch kommt man auf diese 30 Minuten nie, weil man wieder zurückfliegen muss zum Objekt. Man will immer ein bisschen Puffer haben, dass man nicht abstürzt in der Luft, weil kein Akku mehr da ist. Ich sag mal so, zwischen 20 und 25 Minuten ist realistisch. 30 Minuten, wenn man wirklich damit fliegt, glaube ich nicht, dass man die schafft. Und was gibt es sonst zu tun? Sagen, ja, es passt eine Micro-SD-Karte rein. Sie hat einen internen Speicher von, ich glaube, 8 GB, was ganz gut ist, dass man im Notfall, wenn man irgendwo ist, immer Bilder machen kann. Sie hat eine eigene, ich glaube, Oculus heißt diese Verbindung. Das ist quasi kein Wi-Fi oder kein, was weiß ich, für ein Signal, sondern ein eigenes von DJI entwickeltes Ding, dass man relativ weit fliegen kann. Reichweite theoretisch, sage ich wieder, bis 2 bis 5 Kilometer, praktisch, ich würde mal sagen, 1 Kilometer bis mehr. Genau, Flughöhe ist durch die App auf 500 Meter begrenzt, das heißt, die würde wahrscheinlich theoretisch höher fliegen, geht durch die App leider nicht. Und ja, kann videotechnisch 4K aufnehmen bis 60 Frames. Was man dazu noch sagen muss, es ist eine große Drohne, die wiegt ungefähr 920 Gramm, das heißt, man braucht eine Plakette, auf der sein Name draufsteht, sowie natürlich eine Versicherung, die muss man unbedingt abschließen, sonst darf man nicht fliegen. Das wär's so im Ganzen zu der Drohne. Den Rest seht ihr dann später im folgenden Video. Ja Leute, ich stelle euch heute meine DJI Tello Drohne vor oder auch Race Tello, weil eigentlich ist sie gar nicht von DJI, sondern von Race Technology, aber arbeitet mit DJI zusammen und auch Intel, und die werde ich euch jetzt kurz vorstellen. So, was direkt auffällt, die Drohne ist deutlich kleiner als die vom Benedikt. Sie beträgt gerade mal 10 cm mal 10 cm und ist somit eine sehr kompakte Drohne. Zur Videoauflösung, sie hat eine 5 Megapixel Fotokamera und eine Videoauflösung von 720p. Das Videosignal wird per Wi-Fi ans Handy gestreamt und kann dort gespeichert werden. Die Drohne benötigt keine Plakette oder irgendeine Kennzeichnung. Sie beträgt gerade mal 80 Gramm und fällt somit deutlich unter die Grenze, wofür man eine Plakette benötigen würde. Sie hat eine maximale Flughöhe von 30 Metern und eine maximale Reichweite von 100 Metern. Dazu habe ich noch einen Wi-Fi-Verstärker, mit dem man die Reichweite auf mindestens 150 Metern erweitern kann, und dadurch wird auch die Videoqualität, da sie ja über Wi-Fi gestreamt wird und man sie nicht auf einer Karte speichern kann, wird sie deutlich verbessert, und Rohklar, die im Bild oder wegen der Übertragung entstehen, fallen damit fast raus. Genau. Zur Akkulaufzeit, die DJI Tello kann bis zu 13 Minuten in der Luft bleiben. Ich würde sagen, 10, 12 Minuten sind realistisch. 13 Minuten sind eher die Herstellerangaben, aber das ist für so eine kleine Drohne schon recht ordentlich. Und trotzdem würde ich aber jedem empfehlen, sich mindestens zwei oder einen weiteren Akku dazu zu bestellen, weil damit kann man einfach deutlich länger am Stück Spaß haben. Die Drohne wird über das Smartphone gesteuert, über Wi-Fi. Am Handy selbst gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und verschiedene Modis, die die Drohne letztendlich fliegen kann. Dazu werde ich aber später nochmal im Detail drauf eingehen. Die Höchstgeschwindigkeit von der Drohne ist vielleicht auch ganz interessant, beträgt 28 km/h, was für eine kleine Drohne schon nicht schlecht ist. Und genau, wir werden jetzt einen direkten Drohnenvergleich starten mit der DJI Tello und der Mavic Pro 2, und da werdet ihr dann auch nochmal genau sehen,
Was können die einzelnen Drohnen und wie unterscheiden sie sich letztendlich? Genau, da wünsche ich euch ganz viel Spaß. Okay, wir machen jetzt den ultimativen Test. Welche Drohne, DJI Tello versus DJI Mavic Pro 2, geht schneller in die Luft? Das heißt, wir haben jetzt die Situation, ich habe normalerweise die Drohne in meinem Rucksack oder in meinem Tankrucksack. Bei dir ist sie, glaube ich, genau, bei mir ist sie unter der Sitzbank. Ich habe auch ein kleines Case. Genau, Sitzbank, Case. Haben schon mal so gesehen beides rausgeholt und legen jetzt los. Es geht darum, wer quasi kann sich schneller starten, wer kann zurückfliegen und von uns zwei ein Foto machen, als quasi Ziel der Aufgabe, dann wieder landen und einpacken. Ich bin mal gespannt. Also ich glaube, beim Einpacken hat er auf jeden Fall gewonnen, weil das ist mit diesem scheiß Gimbal-Haltung etwas blöd. Das andere schauen wir mal. Ich würde sagen, Aufplätze, fertig, los. Genau, also ich hole erstmal die Drohne raus, mach den Gimbal weg. Ich hole jetzt auch schon mal die Drohne raus. Bei mir ist es wahrscheinlich deutlich einfacher, ich muss nur den Akku in die Drohne reinstecken. So, die Drohne geht schon mal an. Jetzt kann sie schon mal ohne mich. Dann brauche ich mein Handy, schalte die Drohne. Fernbedienung geht auch an. Dann brauche ich nur noch die zwei Knüppel. Zack, erster Knüppel. So. Das müsste eigentlich immer ganz zügig vonstatten gehen. So, jetzt kommt auch mein Handy ins Spiel. So, da haben wir schon die Tello. Und App noch starten. Ja. Ist sie verbunden? Aber ich höre schon. Hoppala. So, das Foto machen. Oh, okay, der junge Mann möchte mich abschießen. Foto und zurück. Ja, genau. Das ist jetzt einfach Drohne aus, Akku raus, reinstecken. Alles schön ins Case packen. Ein bisschen schmutzig jetzt natürlich geworden. Und fertig. Servus. Ja, wenn der Flo noch fertig ist und schon wieder losfahren kann. Ich könnte jetzt schon wieder losfahren. Richtig. Ich bin soweit fertig. Bei ihm dauert es noch ein bisschen mit dem Gimbal. Der hat da, glaube ich, ein bisschen Probleme, das Ganze zu vermitteln. Ja, das ist jedes Mal so ein Geschiss, diese Halterung da. So, jetzt ist die auch drin. Zack. So, ich glaube, bei ihm ist es jetzt auch. Drohne auch. So, ich mach's. Fernsteuerung einklappen. Genau, ich mach's meistens so. Die hat zwei Knüppel, die man bei der Mavic 2 abschrauben kann, die Knüppel. Ich lasse die tatsächlich oft, wenn ich sie im Rucksack transportiere, drin, weil ich müsste sie ja bei jedem Shop wieder ausschrauben und davon gehen die ja nicht kaputt. Das heißt, ich kann die Fernbedienung so einpacken und wäre jetzt auch fertig. Stopp. Okay, wie ihr gesehen habt, also starten. Der Flo hat jetzt quasi seinen Wi-Fi-Stärker nicht drin. Das habt ihr vielleicht, wenn wir es reinschneiden, davor gesehen. Dauert es tatsächlich noch mal ein bisschen länger. So ist es, sag ich mal, halbwegs gleich schnell. Ich war jetzt ein bisschen zügiger. Beim Einpacken hat er auf jeden Fall gewonnen. Habe ich gewonnen. Okay. Kommt natürlich jetzt darauf an, wie weit man fliegt. Wir sind natürlich jetzt nicht weit geflogen. Ja. Da hätte ich vielleicht wieder den Vorteil, dass ich schneller wohin komme. Genau. Aber beim Einpacken ist auf jeden Fall schneller wieder weg. Das heißt, wenn man mal irgendwo gerade ist und schon in der Luft ist und es kommt jemand und sagt, hey Leute, verscheucht's und geht, dann zu regnen oder was genau, auch dann könnte der Flo auf jeden Fall schneller wieder einpacken. Genau. Genau, so viel zu dem ersten Vergleich. Ja. Genau, dann machen wir noch natürlich einen kleinen Videobeispieltest, dass jeder mal mit der Drohne fliegt und wir gucken, beziehungsweise euch dann zeigen können, wie das Videomaterial am Ende ausschaut tatsächlich. Und ich denke, es wäre auch ganz interessant, auch mal wirklich jetzt live unter den Bedingungen, wie es heute ist, mal zu testen. Zum Beispiel, wie weit fliegt die Drohne, wie weit kommt sie effektiv. Dass einer von uns fliegt und der andere filmt das Ganze nebenbei, da habt ihr wirklich einen echten kurzen Eindruck, was passiert auf dem Feld, was kommt am Ende bei raus. Technische Daten sind immer ganz gut, aber am Ende zählt der praktische Test. Genau. So, wir machen jetzt kurz einen Vergleich. Wir starten jetzt beide unsere Drohnen und fliegen jetzt halbwegs denselben Weg ab. Der Flo fliegt jetzt einmal vor, ich fliege mit meiner hinterher, dass ihr so ein bisschen dasselbe Videomaterial habt. Genau, und dann machen wir noch gleich einen kleinen Geschwindigkeitsvergleich. Das heißt, einfach mal vorfliegen, Flo, ich flieg dir hinterher. Versuchen wir uns nicht zu crashen. Achso, jetzt will ich auf Aufnahme drücken. Sollen wir zurückfliegen? Ne, passt schon. Du musst aufpassen, weil ich sehe dich auf meiner Kamera halt nicht, weil du so klein bist. Ah, jetzt sehe ich dich sogar. Siehst du? Der Wind, oh. Der Wind, der macht Faxen. Ich flieg schon mal kurz, oder?
Also einfach mal bis zu einem Acker vorfliegen, wo dann der Weg ist. Und dann quasi mache ich so eine Rechtskurve. Sehe dich jetzt leider nicht, also bitte crash mich nicht. Ich bin jetzt auf dem Weg, ungefähr. Ah, ich sehe. Bist du? Ich sehe mich, aber dich. Nee, ich sehe dich, aber mich nicht. Ah ja, doch, ich stehe genau links unter dir. Ah, okay. Warte, vielleicht finde ich dich ja auf meinem Bild. Okay, warte, ich stehe jetzt quasi genau über dem Weg. Ich bin ein Stück tiefer als du. Ich hab dich. Ah ja, genau. Gut. Ja, ich sehe dich nicht. Aber, doch, ich glaube, ich sehe dich. Ich sehe dich über dir. Ja. Okay, ohne Brille sehe ich auf die Distanz eh nichts mehr. Ohne. Ah, jetzt sehe ich mich auch wieder. Ah, okay. Ich folge dir mal so ein bisschen. Ich bin jetzt quasi unter dir, müsste ich jetzt sein? Genau, ein bisschen vor mir. Okay. Jetzt bist du vor mir. Was ist bei dir zum Beispiel bei der Reichweite? Bei mir sagt jetzt gerade 100 Meter, also 96 Meter sagt er jetzt. Distanz von mir zur Fernbedienung. Mir sagt er leider nur die Höhe, also ich kann auf 9 Metern Höhe. Okay, und wann weißt du dann, dass du quasi out of range bist? Der sagt mir das, der zeigt mir das an. Ich habe hier oben so ein Wi-Fi-Verbindungssymbol und der zeigt mir an, out of range. Oder, ah, okay. Aber ich habe jetzt keine Meteranzahl leider. Okay, ich stehe jetzt quasi da, wo die Kante zwischen dem Grün, der grünen Wiese und dem Acker. Ich würde jetzt in meinen Sportmodus schalten. Genau. Das heißt, wir machen jetzt quasi, sind jetzt einfach nur ein bisschen blöd nach vorne geflogen. Das ist natürlich schwer, das so direkt zu vergleichen. Genau. Du hast gesagt, bei dir ist quasi der Gimbal nur aktiv, wenn du im Langsam-Modus bist. Genau, also was heißt Gimbal? Meine Drohne hat gar keinen Gimbal, die hat einen Bildstabilisator und den kann man einschalten. Es gibt einen Sport- und einen Normalmodus und im Sportmodus funktioniert dieses System leider nicht. Aber dafür kann die Drohne dann deutlich schneller fliegen und in den werde ich jetzt schalten. Genau, ich bin auch in den Sportmodus gegangen. Genau. Das ist natürlich ein unfairer Vergleich, aber... Ja, probieren wir es mal aus. Ne? Wir schauen aber mal, genau, wir schießen einfach mal nach vorne. Genau. Und ich würde sagen, einfach auf die Plätze, fertig, los. Also meine kommt so auf 74 Spitze. Ich schieße einfach mal, soweit ich sie noch kurz sehe. Ich komme jetzt mal wieder zurück. Ich bin in die falsche Richtung geflogen, sehe ich gerade. Ups. Ich weiß gerade auch nicht, wo ich bin. Ja, ich hab jetzt nur auf die Drohne geguckt und nicht auf die, aufs Handy. Aber jetzt ungefähr komme ich hier wieder her. Ah, da ist der Roller. Ich glaube, ich sehe uns. Mal gucken, wer schneller ist. Ich war dich schon angerast. Ja, die Drohne hat im Sportmodus einen sehr langen Bremsweg. Ich sehe dich gerade gar nicht mehr. Ich sehe mich auch nicht. Ah, doch, da links bist du. Okay. Ich komme jetzt mal so langsam. Das ist nämlich auch ein Punkt vielleicht, was man dazu sagen kann. Deine Drohne kann ja, die hat ja quasi einen festen Blickwinkel, oder? Genau. Genau, und das ist natürlich auch, was man beachten muss bei dem Unterschied. Ich kann nach unten gucken, ich kann nach links und rechts die Kamera schwenken. Und er, ich leider nicht. Du kannst genau nur nach vorne gucken. Ein Blickwinkel. Wie ist es bei dir, wenn du quasi außerhalb von deiner Flugreichweite bist? Was passiert dann? Dann zeigt er mir erstmal, dass das Signal sehr, sehr schwach ist. Und dann fängt auch das Bild, also das Übertragungsbild, an zu stocken. Hast du es schon mal getestet, wie weit du wirklich wegkommst? Willst du es jetzt einmal testen? Wollen wir das jetzt mal testen? Ich fände es auf jeden Fall mal zumindest... auch interessant. Ohne dass natürlich sie abstürzt. Ich wäre bereit. Okay.